Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir hören, wie gesagt, in alle neuen Deutschrap-Releases rein. Ich freue mich sehr, wir checken jetzt 40 ab mit Eingefroren. Und nächste Woche, ne, werden wir auch alle eingefroren sein. Nächste Woche, checkt mal Wetterbericht nächste Woche. Junge, ey, minus 100 Grad gefühlt wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Ich freue mich aber einfach auf den Sommer, Junge. Oh mein Gott. Ich habe im Sommer Geburtstag. Wann habt ihr Geburtstag? Sommergeburtstag ist Beste, oder? Seid ehrlich. Sommer, im Sommer Geburtstag haben ist das Allerbeste. Einzige Downside. Alle sind in den Sommerferien weg, wenn du feiern willst. Wenn du deinen Geburtstag feiern willst, alle sind weg. Alle irgendwo, Spanien, Australien, Ägypten, alle sind weg. Du kannst deinen Geburtstag nicht feiern, gefühlt. Einzige Downside. Ich habe aber am 18.07. habe ich Geburtstag. Das freut mich sehr, weil es 187 ist. Ja, man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Ey, Freunde, ich freue mich sehr. Wir hören rein bei Eingefroren von 40. Let's go. Scheiß drauf. Let's go. Fortys Stimme habe ich ein bisschen anders im Kopf gehabt bis jetzt. Okay, ich sag's, wie es ist. Der Shot mit der Schneekugel hat mir sehr gefallen. Oh! Was ist ein Beat, Junge? Ich mag dieses Musikvideo sehr gerne bis jetzt. Das ist wirklich so dieses, in der Schneekugel ist diese kleine Welt. Ich mag aber Schneekugeln auch sehr gerne. Und Beat gefällt mir. Ich bin gespannt. Ja, ich hab dir gesagt, du musst mich verstehen. Hast du jemals dich hier so vermissen sehen? Ob bei Tag oder Nacht, ja, ich frag, was du machst. Kein Plan, ob's dich interessiert. Ob bei Tag oder Nacht, Baby, gar nichts mehr klappt. Komm und sag, warum bist du nicht hier? Ja, ich glaube, wir sind... Oh! Okay, ey, das erinnert mich so ein bisschen am ehesten so an diesen Vibe an Musik, den Domiziana macht mit Replay, okay, weißt du? Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Vibe, sowohl dieses Upbeat-Ding, aber auch von diesem Voice-Effekt jetzt irgendwie in der. Ihr wisst ja, dieses eingefroren. Fühle ich ein bisschen. Das Einzige, was ich mich frage, warum man diesen Track denn nicht... Ja, okay, gut, da hat er halt noch Album-Promo gemacht fürs andere, fürs Collabo-Album mit Jamule. Aber der Track im Dezember oder zumindest im Januar wäre halt noch ein bisschen geiler gekommen. Gerade auch mit diesem geilen Musikvideo. Hätte ich den Song lieber im Dezember gefühlt. Oder im Januar. Oder ist jetzt gerade so Après-Ski-Zeit und so, ist sowas... Ist so Skisaison gerade? Sind so Skiferien bei manchen von euch? Ich kenne das nicht. Ich kenne Frühlingsferien nur. Ich finde aber cool, dass 40 sich ein bisschen ausprobiert. Ich bin ja sowieso Fan davon, wenn es alles so ein bisschen genreübergreifend wird. Für mich gibt es nicht nur Deutschrap, Deutschpop und keine Ahnung was. Macht einfach die Musik, worauf ihr Bock habt. Und wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen, ich bin Fan davon, wenn so einfach rumprobiert wird ein bisschen. Ist viel zu viel passiert bei dir und bei mir. Sag, haben wir das bei dir? Ignoriert mich schon ein paar Tage. Aber Real Talk, das Ding wäre 10-mal geiler im Winter gekommen. Ehrlich. Ich weiß nicht, die Bridge fühle ich nicht so. Ich finde, die Bridge hätte man weglassen können und direkt in dieses eingefroren. Weil das ist schon halt, ist halt ein Ohrwurm, ne? Obvious. Ja, das finde ich ein bisschen wasted. Auch das ist ein Banger. Da darf vielleicht noch so ein Club-Remix draus machen. Finde ich cool.
Finde ich ehrlich noch bad, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das Ding ist so ein bisschen. Das ist so ein Zwiespalt zwischen Club-Track und ein bisschen zu langatmig die Parts für einen Club-Track. Aber man muss sagen, es macht ultra Bock, mal ein bisschen was Neues zu hören, allgemein im deutschen Raum, wisst ihr? Also am ehesten kann ich es, wie gesagt, vom Vibe her mit Domiziana vergleichen. Ich glaube, da könntet ihr ihm auch zusprechen, zustimmen. Aber dass mal so ein bisschen Jamule mal was Neues. Jamule, Digga, weil ich hier Jamule-Album-Teaser sehe. Forti ein bisschen was Neues ausprobiert vom Sound her. Finde ich cool, ich bin immer Fan davon, wie gesagt. Und das Ding ist auf jeden Fall ein Ohrwurm, das kommt in meine Playlist direkt. Ich mag solche Songs gerne, deswegen. Rein damit bei mir in die Playlist, ja. Aber eure Meinung würde mich umso mehr interessieren. Ich weiß, viele von euch sind auch so ein bisschen engstirniger und sagen, nee, 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 ich lasse mir meinen Deutschrap nicht verhunzen. Und das ist natürlich ganz weit weg jetzt hier vom klassischen Deutschrap. Aber ist, in my opinion, auf jeden Fall ein Song, der Laune macht. Und ich bin Fan davon, was auszuprobieren. Von daher, auf jeden Fall für mich ein Däumchen nach oben, Freunde. Gibt es von euch hoffentlich auch auf dieses wunderschöne Video hier. Schreibt mir weiterhin gerne in die Kommentare, welche Tracks rausgekommen sind, welche wir uns zusammen ansehen und anhören sollen, vor allen Dingen natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.